Hallo und willkommen zurück zu X3 Terran Konflikt. So, unsere aktuelle Mission ist hier eine Patrouille nach Schatzkammer durchzuführen. Dafür kriegen wir 129.430 Credits. Und wir haben schon zwei Drittel des Auftrages erfüllt. Und fliegen jetzt in Richtung Schatzkammer und wollen da die Mission beenden. Wir haben jetzt schon vier Xenon-Schiffe zerstört, die auf dem Weg waren, in zwei Sektoren. Ich denke mal, entweder gibt es jetzt noch ein fulminantes Finale und es gibt jetzt richtig viel zu tun, oder wir erwarten einfach die Fortsetzung und zwei weitere Xenon-Schiffe. So, und da gab es jetzt gerade eine Nachricht. Hier nicht verlasse Schiff. Müsste doch... Achso, Moment, wir sind jetzt hier. Schatzkammer? Ja. Alle Feinde der Argonen auslöschen. Okay, da sind jetzt etwas mehr Xenon. Gut. Fliegen wir dann mal hin. Xenon M. Schnappen wir uns den nächsten Xenon. Ja. Ziel ist nun in Feuerreichweite. So, dann feuern wir mal. Xenon M. Jetzt noch ein schnelles Schiff. Das Gute ist jetzt, dass wir wirklich viel mithelfen hier. Das schmälert natürlich unseren Beitrag und gibt ein bisschen weniger Geld, denke ich. Also wenig Zusatzgeld. Ihr habt das sicherlich schon mal gesehen, dass wir da zusätzlich Geld kassieren. Im Namen unseres Präsidenten 2331. Für ihre Hilfe gegen diesen Eindringling. So, und das ist ein nicht mehr vorhandenes Schiff. Doch. Dann den. Ah ja, eine Rakete, okay. Und ein Schiff haben wir zerstört. Und. Okay, fliegen wir jetzt erstmal gen Norden. Patrouillieren wir weiterhin im Sektor. Ich denke mal, da kommen wohl noch ein paar Schiffe. Nachdem da ja jetzt gerade schon vier Schiffe waren, werden sicherlich noch ein paar auftauchen. Und wir brauchen ja auf jeden Fall die Benachrichtigung vom Auftraggeber. Und also die Bestätigung, dass wir den Auftrag erfüllt haben. Norden, Osten, Westen. Gibt es hier kein Südtor? Wo ist denn jetzt das Westtor? Weiter da oben. Okay. Ah ja, da direkt vom Planeten. Da ist das mal ein bisschen versteckt. So. Fliegen wir da mal hin. In die Richtung. Und dann können wir auch schon den anderen Auftrag da annehmen. Den, der Story folgt. Ah, hier sieht er irgendwie eine Rakete, glaube ich. Flammenschwert. Ach, hier hätte ich erstmal als Ziel auswählen müssen. Machen wir mal. Nehmen wir die mit. Flammenschwertrakete. Das ist nochmal cool, wenn man da nochmal was mitnehmen kann. Ah ja, da hinten ist sie. Und fliegen wir drauf zu. Knapp 20 Kilometer entfernt. Gucken wir eben noch. Ja, wir müssen immer noch in Schatzkammer patrouillieren. Alles klar, also weiter zur Rakete fliegen. Oha. Da kommt ja schon mal ein bisschen was da hinten. Das sind noch ein paar Xen. Oha, da ist auch ein größeres da vorne. Das ist ein Korvetten. Klassenschiff. Großes Trägerschiff. Wow, das ging schnell. Flammenschwertrakete. So, okay. Da sind auch schon ein paar Argonenschiffe hin auf dem Weg. So, dann geben wir mal Gas, dann gucken wir mal. Dass wir uns da irgendwie beteiligen. Ja, vielleicht machen wir die mal zuerst kaputt.
Xenon P. Hier so im Schatten des großen Schiffes hier. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ich verlangsame unseren Flug. Und rücken dem Großen auf die Pelle. Naja, guck mal hier, das kriegt jetzt richtig Feuer ab. Wenn wir den zerstört kriegen, gibt das sicherlich ein paar ordentliche Credits. Jawoll! 33.000 sind eine Menge. Ja. Sehr schön. Und... wow. Das war knapp. So, wo ist der nächste? Da. Ach, sie in der Rakete gewesen. So. Oha, guck mal unsere Schilde. Die sind schon ganz schön hin. Das haben wir gar nichts mitgekriegt. Rakete im Anflug. Wo ist die? Sehe ich gar nicht. Da. So, Xenon L angreifen. Rakete im Anflug. Da ist eine. Ne, das ist das nächste Schiff. Oh, jetzt müssen wir echt mal ein bisschen hier aus dem Feuer raus, damit sich unsere Schilde regenerieren können. Also ein bisschen kuriosen Manöver fliegen, damit wir ein bisschen mehr Energie auf die Schilde bekommen. Und gucken, dass wir aus dem Feuer der Xenon rauskommen. Vielleicht ein bisschen auf den Planeten zu fliegen. Ja, ich hoffe, euch wird nicht schwindelig. So. Ich hätte die schon ganz gerne wieder voll. Ah, ich sehe, da feuert auch jemand auf uns. Ja, ist vermutlich der da vorne. So, die haben wahrscheinlich... Es hört sich so an, als hätten die hier... hier so Schrapnell-Geschosse. Ja, irgendwelche ballistischen Geschosse, die sie abfeuern. Im Namen unseres Präsidenten, naja, gibt immer gute Belohnung, wenn man die größeren Schiffe zerstören. Ich glaube, am Ende haben wir noch eine Menge Geld gemacht. Allein schon durch die ganzen Bonuszahlungen. Ja, das sieht sehr gut aus. Sehr gut. So. Das ist gefährlich, weil wir in der Nähe des großen Schiffes da sind. Bloß in die... Ja, da haben die Punkte abgesammelt. Argon, Waffenhändler. Xenon M. So, und da kommen offenbar neue Schiffe. Da sind offenbar auch noch ein paar Raketen. Banshee-Rakete. So, dann gucken wir uns doch erstmal die Raketen an. Sammeln wir die mal alle ein. Die können wir auf jeden Fall auch gebrauchen. Mantis-Rakete. Die ist noch ein bisschen näher. Nehmen wir erstmal die mit. Ja. So. Na. Ja, vielleicht ein bisschen langsamer, nicht so schnell drauf zu fliegen. 300 Meter entfernt. So. Enthält nun Mantis-Rakete. Argon, Militär, Nova. So, die nächsten. Da ist noch was.
Mantis-Rakete. Die holen wir uns auch. Ja. Zack. Da ist noch eine Rakete. Dann müssen wir uns mal die Banshee-Raketen noch holen. Mann, warum fliegen wir immer so da vorbei? Na gut, die sind natürlich auch in Bewegung. Oder wir sind eigentlich viel mehr in Bewegung. So einfach bremsen kann man natürlich nicht. Trägheit darf man auch nicht vergessen. Frachtraum enthält nun Mantis-Rakete. So, da hinten ist noch eine Rakete. Militär, Nova, Verteidiger. Wo ist die da oben? Mantis-Rakete. So, und was mit der Banshee-Rakete? Na, ist auch egal. Langsamer, langsamer. So. Frachtraum enthält nun Mantis-Rakete. So, und jetzt gab es hier noch eine Rakete, wenn die nicht schon von jemand anderem eingesackt wurde. Ah ja, hier sind noch ein paar. Banshee-Rakete. Ja, dann holen wir uns die doch noch. Und gucken mal. Ah ja, Xenon. Ach, Moment. Ich wollte vielleicht dahin fliegen. Das machen wir auch mal. Tor, Schwargon, Xenon, M. Vielleicht kriegen wir den noch abgeschossen. Bevor die Argonen das machen, können wir dann noch unseren Rang aufbessern und noch ein bisschen Geld bekommen. Ah, der ist gleich hin, der ist gleich hin, der ist gleich hin. Aber vielleicht können wir den alle machen. In Feuerreichweite. So, komm, 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 komm. Wir kriegen den. Jawohl. Sehr gut. Raketen können wir ja jetzt immer noch einsammeln. Vielleicht kommen ja noch mehr. Ah ja, sehr gut. Oh ja, und die ganzen Raketen, die müssen wir jetzt erstmal holen. Moment. Nein, nicht so. Ich drücke jetzt hier. Wow. So, erstmal hier Raketen einsammeln. Wespe-Rakete. Genau. Die holen wir uns erstmal alle. Die Raketen. So günstig kriegen wir die nie wieder. Sprich, für lau. So, also auf dem Weg dahin. Ey, unser Frachtraum einfach schon voll. Frachtraum enthält nein, nun sehr gut. Wespe-Rakete. So. Asteroid. Da ist eine Rakete, da vorne. Mantis-Rakete. So, und hier als nächstes. Ein bisschen einsammeln jetzt hier, kann ja nicht schaden. Ne? Mal ein bisschen langsamer alles vonstatten gehen lassen jetzt hier gerade. Ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen durchs Einsammeln von Raketen. Frachtraum enthält nun Mantis-Rakete. Ja, da sieht man schon Transporter. Nicht, dass der jetzt auf dem Weg ist und sich die auch holen will. So, und wir können mal kurz gucken. Mission erfüllt stand da gerade. Da heißt das also, wir haben da ja keine Informationen mehr. Dann müssten wir aber bei Pilotenstatus jetzt ein bisschen mehr Geld haben. Bisschen der oh ja, 212.000, das ist eine Menge. Also, das ist echt eine Menge. Da haben wir richtig viel Geld verdient. Das ist sehr cool. Dann müssen wir vielleicht mal häufiger auf sowas achten, auf solche militärischen Einsätze, die als sehr schwer angegeben werden. Ich meine, das war zwischendurch mal ein bisschen heikel, aber Banshee-Rakete. Sehr schwer fand ich das jetzt nicht. Banshee-Rakete. Ich habe da eigentlich erwartet, dass da noch dass das noch ein bisschen heftiger wird und durch die Hilfe durch die Argonen war das sowieso ein bisschen leichter. Frachtraum enthält nun Banshee-Rakete. So, dann nehmen wir die Banshee-Rakete auch noch mit. Frachtraum enthält nun Banshee-Rakete. Dann steuern wir mal die noch an. Da hinten.
4000, okay, dann gehen wir mal kurz in den Sensor. Okay, und jetzt sind wir nah genug. Nah genug, um vorbeifliegen zu können. Allemal. Hä? Die hätten wir aber locker kriegen müssen, so. Frachtraum enthält nun Mantis-Rakete. So, wo sind die Raketen? Da. Nehmen wir mal erst die hier vorne. Banshee-Rakete. So, das ist die erste, die wir noch holen. Oder die nächste, die wir noch holen. Und ich glaube, dann haben wir wirklich sehr viele Raketen. Frachtraum enthält nun Banshee-Rakete. So, hier ist noch irgendwo eine. Ja, nehmen wir erstmal die. Mantis-Rakete. So. Dann. Ich glaube, dann haben wir. So viele wie schon lange nicht mehr. Ich glaube, wenn wir überhaupt mal so viel hatten an Raketen. Asteroid. Aber die werden wir jetzt auch nicht, die werden wir auch nicht verkaufen. Die werden wir auf jeden Fall dann einsetzen. Ich denke mal, die kriegen wir so günstig auch nicht mehr. Also, ich meine, so günstig sowieso nicht, aber günstig, dass man sie in größerer Stückzahl kaufen würde. Frachtraum enthält so. Flammenschwertrakete. Nächste. Sind da noch ein paar Raketen da? Flammenschwertrakete. Und 1043, 1430 vielmehr. So, sehr gut. Flammenschwertrakete. Und da hinten ist noch eine. Da ist sie. Mantis-Rakete. Mit Vollgas hin. Schönes Bild wieder hier. Die Sonne die beiden Körper da anstrahlt. Zur Hälfte. Dann sieht er schön in die Tag- und Nachtseite. Frachtraum enthält nun Mantis-Rakete. So, hier, Tag, Nacht, sieht man, dazwischen der Terminator. Ist nicht nur eine Mensch-Roboter-Maschine, sondern Terminator ist hier dieser Streifen zwischen Tag- und Nachtseite, das nennt man immer so. Und gerade beim Mond kann man das auch immer sehr schön sehen. Und wenn dann da kleine Krater drauf sind, dann sieht man teilweise die Krater, die liegen dann auf der Nachtseite, beim Dunkeln. Und ja, ein Teil des Kraters oder der Kraterwand wird dann vielleicht schon angeleuchtet von der Sonne. Das ist auch immer ganz interessant, sowas zu sehen. Oder eben hier, Teil des Kraters liegt auf der Tagseite, die eigentlich hell sein müsste, ist aber dunkel, da die Kraterwände so hoch sind. Das ist dann sehr interessant. Wenn ich sowas mal angucken möchte, müsst ihr mal drauf achten. So, meine Mission. Augen und Ohren, triff dich mit Ishiyama und deinen nächsten Auftrag zu erhalten. Docke an. Orbitale Verteidigungsstation in Asteroidengürtel, okay. Ah ja, da unten sehen wir es, eingehende Nachricht. Gute Arbeit während der Patrouille. 10 Feindschiffe wurden von dir vernichtet. Hier 195.000 Credits für den Einsatz. Okay. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir haben ja jetzt noch nirgendwo was angedockt. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Docken wir da erstmal an. Kurz fürs Speichern. Und fliegen dann zu Asteroidengürtel. In den Asteroidengürtel. In den Sektor Asteroidengürtel, der sich zwischen Mars und Jupiter befindet, in unserem Sonnensystem. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen so, die kriegen wir immer noch nicht. Es ist immer schön, Freunde der Argonen an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk. Dann docken wir mal ab. Wir fliegen durch das Westtor. Alles klar.
Sektorkarte machen wir aber schon noch auf. Und weitere Missionen möchte ich jetzt nicht annehmen. Wir gehen jetzt erstmal auf die Mission, die uns dann da von der Story her geboten wird. Aber die nehmen wir dann vermutlich auch erstmal, ja, die nehmen wir erst in der nächsten Folge an. Na, wir fliegen da mal hin. Vielleicht passiert ja noch was auf dem Weg. Gucken wir mal. Vielleicht ergibt sich ja noch irgendwas. So, Richtung Norden. Ja, dann sind wir ja bald soweit. Soweit ist es nicht mehr entfernt. Jo, jetzt haben wir 200.000. Da kommen wir schon in den Bereich, in dem wir uns dann Stationen zulegen können. Für 200.000 kriegt man ja schon eine Mine, wenn ich das richtig im Kopf habe. Eine Erzmine dürfte da drin sein. Oder diese, wie heißt das gleich? Diese Weizenfarm. System, Zentrum der Arbeit. Die müssen wir kriegen. Astertor, Ketzers Untergang. Diese, ja genau, die müsste es auf jeden Fall dafür geben für das Geld. Weizenfarm. Ich kann auch mal eben gucken. Galaxiekarte. Wo haben wir denn die nächste Werft? Da haben wir eine Schiffswerft. Schiffswerften sind das Herz und die Seele der modernen Gesellschaften. Okay. Sie sind Fabriken von riesigen. Ja, dann müssen wir wohl doch nochmal warten, bis wir. Ja, also, ihr habt ja gerade gesehen, da gibt es keine Informationen über den Kaufpreis. Okay. Wir können auch nochmal Ausschau halten nach diesen Angeboten von Stationen. Vielleicht verkaufen die uns auch mal Stationen. Das ist auch möglich. Schiffe können auf jeden Fall auch hier gekauft werden. Da muss man dann immer auf den Preis achten. Auf den Zustand des Schiffes und auf den Preis. Inwiefern sich das dann lohnt. Da muss man dann auf jeden Fall auch mit dem Listenpreis vergleichen. Also Listenpreis ist dann der Preis von der Werft. Aber da werde ich dann auch mal dafür sorgen, dass wir noch Satelliten bekommen und diese Satelliten dann in die Sektoren, in die verbündeten oder befreundeten Sektoren stecken, damit wir da immer eine Übersicht haben über das, was da los ist in den Sektoren und aber auch über die Preise. Das ist dann nicht verkehrt, wenn man sowas hat. Ja, und diese Satelliten, das können einfache Satelliten sein. Es gibt auch diese erweiterten Satelliten. Die müssen wir aber auch erstmal in ausreichender Stückzahl bekommen. Und ich glaube, die können wir auch nur begrenzt mit diesem Raumschiff transportieren. Da müssen wir mal gucken, wie viel Frachtraum wir haben. Und ob wir da nicht eventuell ein größeres Schiff nehmen. Eine Nova wäre vielleicht. Wobei, ich glaube, die ist einfach nur von der Kampfkraft größer. Weniger vom Frachtraum. Autopilot deaktiviert. Okay, so, dann fliegen wir da mal hin. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Fliegen wir da mal hin und ja, dann wird er erstmal gespeichert und dann gucken wir mal, ob wir da schon direkt die Aufgabe bekommen, ob die uns sofort zugewiesen wird. Gucken wir mal, was passiert. Erstmal müssen wir super weit wegfliegen. Diesen Leitstrahl. Ja, und dann geht das mit so einer Minimalsgeschwindigkeit von 100 Metern die Sekunde. Das ist ein Schneckenrennen hier. Naja. Also ich bin auf jeden Fall auch dem Kauf von Stationen angetan. Auf jeden Fall. Das fände ich auch cool, wenn wir das machen. Frage ist nur, ob wir ein großes System aufbauen und richtig hier massiv in den Handel oder in die Produktion einsteigen. Von was auch immer, das müssen wir dann ja mal sehen. Ja, ihr könnt ja mal was dazu schreiben, ob ihr das gerne hättet, dass wir das machen oder ob wir das Geld direkt in Schiffe investieren. Wir entbieten einem Freund der Terraner ein freundliches Willkommen. Ja, Freund der Terraner, sehr gut. Okay, aber Freund der Argonen sind wir noch nicht. Zeit, Ihnen zu gratulieren. Sie und Haywood haben bei dem Rettungs-
Ablenkungsmanöver von Hauptmann Pearl hervorragende Arbeit geleistet. Wie Ihnen vielleicht schon zu Ohren gekommen ist, hat die Regierung der Argonen bereits ihr Missfallen kundgetan. Wir leugnen allerdings jedwede Beteiligung an diesem Vorfall. Daraufhin wurden Patrouillen auf beiden Seiten nahe dem System Ketzers Untergang verstärkt. Über kurz oder lang war das so oder so unabwendbar. Aber wenigstens haben wir Pearl zurück und können vielleicht besser verstehen, was da vor sich geht. Pilot, ich schulde Ihnen was. Das war wahrlich keine sonderlich erholsame Erfahrung. Menschen sollten niemals solche Sachen mit ihresgleichen machen. Die Argonen haben hier wirklich ihre schlechtesten Seiten durchblicken lassen. Solche Wesen können nicht unsere lang verschollen geglaubten Brüder und Schwestern sein. Niemals. An sowas werde ich kein Stück mehr glauben. Wie Sie wissen, ist eine bisher unbekannte Gruppe von AGI-Schiffen in die Gemeinschaft eingedrungen und hat damit begonnen, verschiedene Völker und Gruppen gezielt anzugreifen. Ihr Design basiert auf den alten Terraformern, die vor Jahrhunderten auf der Erde gebaut wurden. Am Ende des Terraformer-Konflikts konnten wir diese im Tor-Netzwerk einschließen. Aus den Terraformern haben sich dann die Xenon entwickelt. Wie es nun aussieht, haben nicht alle Terraformer diesen Evolutionsweg genommen. Das können keine Xenon sein, wohl aber die alten Blechbüchsen. Und sehr gefährliche. Also gut, den Berichten zufolge haben die Boronen und einige Gruppen der Split die härtesten Schläge einstecken müssen. Ich glaube, dass eine Split-Gruppe Technologie der Terraformer in die Hände bekommen hat und diese jetzt dazu verwendet, um sich einen gewaltigen Vorteil gegenüber den anderen Gruppierungen zu verschaffen. Pilot, Sie und Pearl werden die beiden Split-Gruppen Ryke und Syat observieren. Sie sind zwar Verbündete, aber wir glauben nicht, dass sie diese Technologie untereinander teilen würden. Finden Sie daher die Quelle dafür. Wir haben zwar noch immer keinen Hinweis auf den Argonen, der das Sonnensystem infiltriert hat, aber ich bin zuversichtlich, dass Sie und Pearl eine Antwort finden werden. Okay, Pilot. Lassen Sie uns mal schauen, was wir herausbekommen können. Achtung, der Freizeitbereich. Okay, dann haben wir jetzt neue Aufgaben. Ist ab sofort wegen einer Übung der Stationsfeuerwehr gesperrt. Augen und Ohren, die Argonen scheinen nicht für das Auftauchen der Terraformer oder den Angriff auf das Sol-System verantwortlich zu sein. Unser erstes Ziel ist Familie Syat. Die Splits sind jetzt die Hauptverdächtigen, platziere Satelliten in verschiedenen Split-Sektoren und halte nach Terraformer-Aktivitäten Ausschau. Okay, ja, sehr schön. Satelliten bauen. Das hatten wir ja sowieso jetzt vor. Gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ja, kommentiert mal, ob ihr gerne Stationen kaufen, bauen wollt oder ob wir das Geld dann doch lieber direkt in Schiffe investieren sollen. Ja, und bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!